Heute möchte ich dir einen Schwenkgrill vorstellen, ein 3-Fuß-Schwenkgrill mit Feuerschale. Und wenn du auf der Suche nach einem günstigen Schwenkgrill bist, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro gibt es mehr dazu. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Zusch im Garten. Mein Name ist Zusch Vinzenz und heute geht es um diesen Schwenkgrill. Ich habe diesen beim Hornbach gekauft. Er kam 39,99 Euro. Ich habe ihn dir unten auch mal verlinkt, denn bei Amazon gibt es den gleichen Grill. Drei Beine, Stabilisation, Rost und darunter natürlich eine Feuerschale. Ja, und ich würde sagen, wir packen ihn einfach mal aus, schauen, was alles dabei ist und dann bauen wir ihn auf. So sieht die komplette Verpackung aus. Der Grillrost hat einen Durchmesser von 50 cm. Ja, was ist dabei? 6 Stangen, also die übereinander gestützt werden, 3x Fuß, Füße hier mit Gumminoppen, damit ihr diese auch irgendwo hinstellen könnt, wo sie nicht wegrutschen. Die Stangen werden einfach ineinander gesteckt. Das ist so ein Stecksystem und werden dann zugeschraubt, das zusammengeschraubt. Ihr habt hier die entsprechenden Löcher enthalten und wie gesagt, 3x das Ganze, also insgesamt 9 Stangen. Was haben wir noch? Wir haben den Edelstahlrost im Durchmesser von 50 cm. Vergromt und die Halterungen für die Ketten. Hier haben wir das Schraubenmaterial. Das ist alles enthalten. Wir haben eine, ich schätze mal, das kommt oben drauf. Wir haben die Füße für die Feuerschale, also 3 Füße. Wir haben die Stabilisierung, das Dreieck. Wir haben eine kleine Schale, welche unten unter die Feuerschale kommt, auf die man etwas draufstellen kann, vielleicht zum Warmhalten oder so. Wir haben die Ketten, diese hier. Und wir haben den Verteiler, den Dreifachverteiler, der oben drauf kommt, wo sich die Stangen alle treffen. Und natürlich eine große, schwere Feuerschale, emailliert, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob das emailliert ist oder nur lackiert, aber eine große Feuerschale, ja, wahrscheinlich auch im Durchmesser, ja, genau, von 50 cm. Jo, und ich würde sagen, ich baue das Ganze jetzt auf und dann sehen wir uns wieder. So, der Schwenker ist fertig. Ich sag mal, Aufbauzeit circa eine halbe Stunde. Ja, und er wirkt recht stabil. Leider war keine Bauanleitung dabei, dass ich mir selbst Gedanken machen musste, wie dieser aufgebaut wird. Und damit dir das nicht passiert, werde ich dir kurz erklären, was wohin kommt, welche Schraube wohin kommt. Und danach werden wir ihn mal antesten, werden mal schauen, wie wir ihn belasten können und natürlich seine Eigenschaften. Ich liebe ja einen Schwenker, weil man ihn schwenken kann. Das heißt, wenn hier unten wirklich mal auf einer Stelle, beim normalen Grill ist es ja so, wenn hier ein Fleisch drauf liegt und das Fett tropft runter, fängt es an zu brennen. Das heißt, das Fleisch wird von unten verbrannt. Beim Schwenker ist dies nicht so. Das Fett verteilt sich und wenn es jetzt anfängt zu brennen, ist das Fleisch nicht ständig darüber, denn es schwenkt. Ja, und ich finde, auf so einem Schwenker bleibt das Fleisch einfach frischer, will ich nicht sagen, aber feuchter. Also es trocknet nicht so sehr aus wie auf einem normalen Grill. Und deswegen bin ich einfach Schwenker-Fan. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, welche Teile ich wohin gebaut habe.
Das ist das Werkzeug, was ihr benötigt. Eine, am besten eine spitze Zange oder eine Kombizange. Das ist von, ja, wer halt lieber mit was umgeht. Wenn ihr Platz habt, nehmt lieber die Kombizange. Dann braucht ihr eine 8er und eine 9er Nuss. Ein passendes Stück dazu, kann auch eine Rätsche sein. Und einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Dann habt ihr 9 von diesen kleinen Schrauben, etwas dünnere Schrauben mit Kreuzschlitz und auch die passenden Muttern dazu. Die gehören in das Gestänge hinein, also auf jedem Gestänge sozusagen 3 Schrauben. Schraubt erstmal die Stangen zusammen, also jeweils 3 Schrauben. Und packt dieses Gitter hier in die Mitte. Also packt das gleich mit rein. Das gehört im Prinzip in die mittlere Schraube, gehört diese Stabilisation, diese 3x-Stabilisation. An einer Stelle kommt dieser Haken. Ja, ist die Frage, stellt man ihn nach oben oder stellt man ihn nach unten? Ich stelle ihn nach unten, denn dann kann die Kette nicht so leicht rausrutschen. Als Gegenstück habe ich die Mutter genommen, welche hier abgesenkt ist mit einem Gummiring, damit diese sich auch nicht lösen kann. Hier oben kommt dann, also danach steckt ihr die 3 Stangen in diese obere Halterung hinein und schraubt die Schrauben dann ja erstmal mit der Hand zu, bevor er dann später das mit dem Schraubenschlüssel richtig anzieht. Hier oben auch eine dicke, kurze Schraube hinein, welche dann hier unten rauskommt und auch eine Mutter entgegensetzt mit der Gummidichtung oder mit der Gummimuffe, sodass hier nichts sich lösen kann. Dann kommt die Kette rein, ihr fädelt die Kette so ein, dass im Prinzip die 3 Teile hier oben durchkommen, sodass, wenn die Kette hier nicht mehr in der Halterung drin ist, der Sicherungsring hier oben stoppt und somit kann der Rost niemals tiefer als jetzt sinken. Ja, das ist also die tiefste Stelle, welche ja vollkommen ausreichend ist, um perfekt zu grillen. Wenn ihr die Kette eingefädelt habt, hängt ihr einfach die 3 Haken, gespaltene Kette, welche sich dann in 3 Teile spaltet, in diese 3 Haken hinein. Und so habt ihr euren Schwenker. Ja, das ist erstmal der Aufbau sozusagen der Schwenkstange. Mit diesem Haken könnt ihr dann den Schwenker, also insgesamt mit Kette, nach oben ziehen. Jetzt nehmen wir mal an, euer Fleisch ist fertig und ihr wollt nicht, dass es noch trockener wird. Zieht ihr es einfach nach oben, könnt trotzdem noch weiter schwenken und habt aber einen größeren Abstand und könnt die Kette hier einhängen. Bei der Feuerschale ist das ähnlich. Macht zuerst die 3 Beine an dieser Schale hier fest. Ich habe sie jetzt mal so rum drauf gemacht. Ich denke, das ist richtig, denn wenn wir sie andersrum drauf machen, haben wir eine Fläche, wo sich Feuchtigkeit, Wasser drin sammeln kann. Also ich gehe mal davon aus, dass es so rum richtig ist. Ja, dann nehmt ihr auch wieder 3 dieser dünnen Schrauben, beziehungsweise, ja doch, 3 dieser Schrauben und setzt eine Mutter dagegen. Zieht das Ganze aber noch nicht fest, denn sonst bekommt ihr die Füße nicht mehr rein. Auf die Füße kommen diese Kappen. Da sind auch 3 Kappen enthalten. Die steckt ihr einfach auf die Füße auf und schraubt dann die 3 dicken Schrauben inklusive Unterlagscheibe in die Beine hinein. Ja, und so habt ihr eine schöne, stabile, feste Feuerschale. Ja, und ich würde sagen, jetzt gehen wir raus und grillen erstmal. Kommt mit!
Ja, und der Grill funktioniert einwandfrei. Also ich empfehle euch, diese runden Briketts zu nehmen. Nicht die normale Grillkohle, sondern die Briketts, also die eierförmigen. Das funktioniert auf jeden Fall besser. Und ja, er schwenkt, wie er schwenken soll. Macht genau das, was er machen soll. Funktioniert richtig genial. Mein Fazit zu diesem Grill, also meine klare Empfehlung, er grillt super, was er auch machen soll, er steht stabil, die Ketten funktionieren, man kann das nach oben ziehen, also genau das, was ein Schwenkgrill machen soll. Genug Platz zum Schwenken, da die Beine weit auseinander gehen und er hat genug Stabilität. Also ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Ich habe es unten verlinkt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Ich bin halt ein großer Schwenkgrill-Fan, da keine Flammen entstehen, beziehungsweise wenn Flammen entstehen, dann schwenkt das Fleisch drüber und es liegt nicht direkt über den Flammen und verbrennt. Also das sehe ich als ganz großen Vorteil. Und dadurch bleibt das Fleisch oder auch die Wurst oder Gemüse, na gut, das Gemüse tut ja nicht unbedingt Fett rauslassen, aber alles, was Fett enthält, bleibt dadurch einfach saftiger und ich finde, es schmeckt einfach viel besser. Also Fragen unten in den Kommentaren, ansonsten lasst ein Abo da, ist natürlich alles kostenlos, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und arrivederci, dein Zusch. Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe, welches bestimmt auch noch interessant für dich ist. Bis gleich!